Zum vierten Mal wurde am Freitagabend der Ganakeseer Schülerkunstpreis vergeben. Am Wettbewerb unter dem Motto Meine Welt in dieser Welt hatten sich rund 400 Schüler des Gymnasiums und der Oberschule Ganakesee beteiligt. Eine Jury kürte schließlich aus 50 vorausgewählten Arbeiten die Preisträger in 4 Altersklassen. Die ausgezeichneten Schüler erhielten neben einer Urkunde als Präsent verschiedenen Künstlerbedarf. Unter den Siegerbildern war mit dem Werk von Gymnasiastin Jette Noah Reuter auch ein Triptychon, das die Jury als künstlerisch herausragend beurteilte.